Sag mal, bist du sicher, dass das Ding fliegt? Ich hab den genauso gebaut wie früher. Deswegen frage ich. Kann ich auf den Haken? Der Drachen sieht toll aus. Danke, Anne. Du siehst auch toll aus, kannst aber trotzdem nicht fliegen. Witzig. Ja, das ist auch witzig, Kimberley. So, Wind kommt von da. Komm, lass mal probieren. So. Und los. Boah, lauf doch selber, hab ich die Scheißkiste gebaut. Ey, du läufst jetzt oder ist mit dem Mofa-Führerschein ist auch essig. Mann. Stella. Oi, oi. Lauf, Forrest, lauf. Stella. Ich kann nicht schneller. Du, die hat überhaupt keine Kondition, Mensch. Du, Kim, noch ein bisschen langsamer und du läufst rückwärts. Schnauze voll hier. Einmal eine Sache zu Ende bringen, schon zu viel. Oh, was will die denn jetzt? Ich kann dir sagen, was die jetzt will. So, jetzt läufst du, du Penner. Ja. Schneller! Lauf, Forrest, lauf! Bastian! Komm, es ist gut, es ist nur Kreislauf, lass. Oh. Und Hagen, fliegt er? Oh. Schon mal frei, Herr Pastewka. Ich komme sofort. Ja, alles klar. So. Ja. Dann setzen Sie sich bitte aufs Rad. Ja. Und Entschuldigung nochmal für gerade eben. Das ist immer blöd mit Privat- und Kassenpatienten. Tja, so ist es, ne? Übrigens, Glückwunsch. Wann ist es denn soweit? Nächsten Monat. Endlich. So, dann mal gleichmäßig treten. Mhm. Ist das zu schwer für Sie? Nein, überhaupt nicht. Okay. Wie lange arbeiten Sie da wirklich noch? Ach, nur diese Woche noch. Ah. Dann gehen wir also noch einen Schwierigkeitsgrad höher. Das ist schon anstrengender, oder? Haben Sie schon hochgestellt? Hätte ich jetzt nicht gemerkt. Okay, dann können wir ja noch einen. So, das ist meine Liga. In einem Monat kommt das Kind? Ja. Dann hatten Sie in der Praxis aber eine schöne Weihnachtsfeier mit dem Onkel Doktor. Oh. Wie lange muss ich noch? Ich denke, mindestens bis zur nächsten Weihnachtsfeier. Ah, Schweine. Ja, das ist Eisbär, Affe und Co. Aus dem Zoo in Stuttgart. Es gibt auch noch Pinguin, Löwe und Co. aus dem Zoo in Leipzig. Boah, ist das eine fette Sau. Guck dir das mal an. Ich kann es ja nur noch mit dem Kran bewegen. Unglaublich, dass man ein Vieh so mästen kann. Da sehen wir noch gut gegen aus, hä? Das glaube ich jetzt ja nicht. Sind Sie krank oder was? Bitte? Glauben Sie, ich habe das gerade nicht gehört. Fette Sau, die stinkt. Haben Sie nicht mehr alle? Ach so, Entschuldigung, nein, das ist jetzt ein Missverständnis. Nicht so, wie Sie denken, da läuft gerade Eisbäraffe und Co. Darüber haben wir gesprochen. Hier läuft kein Eisbäraffe und Co., Sie kranker Irre. Ja, weil meine Nichte hat jetzt gerade umgeschaltet. Aber vorher lief eine Doku mit einer extremen, Da ist es doch. So. Sie sind extrem. Also, was ist hier eigentlich los? Also, ich wollte gerade aufs Fahrrad steigen. Hier lief eben eine Doku über Schweine. Da hat sie nicht mehr alle. Entweder haut der hier ab oder ich. Und ich bin hier schon seit 5 Jahren. Sieht man. Normalerweise ist er der witzigste Comedian Deutschlands. Doch wenn es um Fitness geht, wird er zur Bestie. Dieser Mann kennt kein Erbarmen. Kessler drillt Promis.
Bastian Pastewka. Der einstige Wochenshowstar ist für viele der Inbegriff der Unsportlichkeit. Los geht's! Doch Michael Kessler hat sich vorgenommen, auch diese Nuss zu knacken. Diese Übung trainiert die Armmuskulatur. Ein Bereich, der sich bei Bastian Pastewka im Stadium der Mumifizierung befindet. Nicht auf dem Arsch! Doch, das ist besser! Nicht auf dem Arsch! Konditionell gesehen ist Bastian eben auf dem Stand einer Topfpflanze. Aber sein Hauptproblem ist, ihm fehlt jegliche Selbstdisziplin. Aber der Schillerstraßenstar weiß, der Weg zur Fitness führt oft über den Schmerz. Ich will jetzt einen Klimmzug sehen, ja? Hopp, hoch, hoch. Ich kann das nicht, Mann. Hoch die Kiste, wir sind ja nicht beim Tuntenball. Und tatsächlich, Kessler gelingt das Unmögliche. Pastewka macht weiter. Doch die Hoffnungen sind schnell wieder zerschlagen. Ich hab keinen Bock mehr auf den Scheiß. Du hast Deutschland versprochen, fit zu werden. Michael Kessler versucht alles, um den aufgebrachten Ex-Comedian noch einmal zu motivieren. Wenn du vor der Kamera als Fitnesshitter aufspielst. Hey, oder was? Mal, ja? Dann passiert etwas Unvorhergesehenes. Eine Wespe lässt die Situation eskalieren. Nein, sie macht mich aggressiv! Bleib an, verdammt nochmal. Los, komm. Hör mal, gut. Ist dir das jetzt alles egal hier, ja? Was? Ist dir das alles egal? Doch mit dem, was dann passiert, hat selbst der mit Stresssituationen erfahrene Michael Kessler nicht gerechnet. Scheißegal, ob ich fett bin oder nicht. Von mir können sie es alle sagen. Hey, schaut ihn euch an, den Dicken. Da ist sie, die dicke, fette Qualle. Da ist sie, die dicke, fette Sau. Schaut sie euch alle an, wie dick und widerlich und fett sie ist. Von mir aus das. Nächste Woche geht's weiter und ich bleibe dran.